27 Grad und es wird noch heißer. Die Sahara-Hitze hat Deutschland fest im Griff. Hoch Annelie bringt in diesen Tagen bis zu 40 Grad zu uns. Wo soll man da nur gescheit seine Mittagspause verbringen? Bei dem schönen Wetter will man draußen sein, aber in der Sonne ist es dann doch ein bisschen zu heiß, oder? Wie verbringen Sie denn Ihre Mittagspause heute bei diesem schönen Wetter? Ich gehe zum alten Zoll, lege mich in die Sonne und lese ein schönes Buch. Bei uns ist es so, wir haben noch einen kleinen Hund und deshalb nehmen wir uns immer Zeit und gehen wir dann in den Hofgarten. Nehmen wir uns von 1 Uhr, 13 Uhr bis 14 Uhr mal die Zeit. Auch bringen den Hund und machen wir einen kleinen Picknick noch auf der Wiese. Hier bietet sich der an in Bonn. Mhm. Wie verbringen Sie denn Ihre Mittagspause? Wo verbringt man die bei diesem Wetter idealerweise? Ich gehe rund ums Fluss und habe was Leckeres dabei vom Biomarkt und dann lasse ich die Füße baumeln im Wasser. Hätte ich gerne ein gekühltes Glas Wasser. Mit oder ohne Sprudel? Mit Sprudel, bitte. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Und das ist der richtige Ort, um in der Mittagspause ein bisschen zu entspannen? Ja, aber geht das mal nach Münster. Was gibt's da? Mittagsgebet. Ah, zum Mittagsgebet. 12:15 Uhr. Gut zu wissen. Findet hier in Kapstadt. Und da ist es auch schön kühl? Also schön kühl. Bei mir Schuhmacher ist es immer kühl. Ich bin hier im Kreuzgang am Bonner Münster und der große Vorteil an diesem Rundgang ist, dass man durchgehend Schatten hat. In diesem mittelalterlichen Gemäuer kann man ideal zur Ruhe kommen. Mein Tipp für die Mittagspause in Bonn ist der Kreuzgang des Bonner Münsters. Und wie ist Ihr Tipp für Ihre Stadt?